wie schnell es geht, dass du dem Finanzamt 100.000 Euro schuldest. Viele machen sich selbstständig und fangen einfach an, machen Gewinne und denken überhaupt nicht darüber nach, Vorauszahlungen auf ihre Steuern zu leisten. Ob es nun in der GmbH ist, wo sie Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer vorauszahlen, oder als Einzelunternehmen, wo sie Gewerbesteuer, Einkommensteuer vorauszahlen oder vielleicht auch nur Einkommensteuer. So. Die starten einfach und keiner kümmert sich darum, die nehmen sich vielleicht nicht mal einen Steuerberater und dann kommt es dazu, dass die einfach ein Jahr machen und 0 Euro Steuern vorausgezahlt haben. So, das passiert häufiger, als man denkt und dann geht das natürlich weiter, dann geht das zweite Jahr und das Unternehmen wird immer besser, macht immer mehr Gewinn und so hat man ja auch Zeit, seine Steuererklärung abzugeben, vor allen Dingen, wenn man einen Steuerberater hat, dann schiebt man das die ganze Zeit vor sich her. Und so gehen dann die Jahre ins Land und plötzlich ist es so, dass das Finanzamt jetzt Ende des Jahres kommt und sagt, hier, wir müssen jetzt unbedingt Erinnerungen oder auch Androhung von Zwangsgeld deine Steuererklärung 2020 haben. So, dann kommt das alles zu uns, wir machen die Steuererklärung und meistens sind es diese Fälle, die keinen Berater haben oder auch nur den Berater einmal für den Jahresabschluss benutzen und den Rest selbst machen und aber gar nicht so auf ihre Zahlen gucken und natürlich auch nicht auf ihre Vorauszahlung gucken. Und dann machen wir jetzt zum Beispiel das Jahr 2020, den Abschluss, schicken den zum Finanzamt und dann kommt da eine Steuernachzahlung raus, weil der hat irgendwie 100.000 Gewinn gemacht, sagen wir, kommen da 30.000 Steuern raus für das Jahr 2020. Und dann kommt ein Steuerbescheid, hier bitte zahl 30.000 Euro für 20. Der nächste Schritt, den das Finanzamt dann macht, ist zu sagen, also die Logik des Finanzamts ist dabei, der hat in 2020, muss der 30.000 Euro Steuern zahlen. Alles klar. Dann wird er für 21 ja auch 30.000 Euro Steuern zahlen müssen. Und dann setzt das Finanzamt für das Jahr 21 eine nachträgliche Steuervorauszahlung fest und dann sagt es so, die möchte ich jetzt auch haben. Und dann musst du auch nochmal 30.000 für das Jahr 21 zahlen. Und jetzt ist schon 2022 und zwar am Jahresende. Und das Finanzamt von der Logik her sagt, das, was der in 21, also aus 20, 21, wird er auch in 22 verdient haben. Und dann gehen die sogar noch hin und sagen, naja, die gucken vielleicht sogar deine Umsatzsteuervoranmeldung an und sehen, dass der Umsatz hat sich entwickelt und es wird viel, viel mehr Umsatzsteuer gezahlt. Dann muss der Gewinn auch höher sein. Das heißt, dann gehen die vielleicht, okay, und jetzt wollen wir für das Jahr 2022 nochmal Steuervorauszahlung haben. Und zwar in Höhe von, sagen wir, 40.000 Euro. Ein bisschen mehr, also 30 auf 40. Und dann ist jetzt schon Dezember, dann wird gesagt, okay, dann musst du jetzt zum Dezember, viertes Quartal, diese 40.000 Euro bezahlen. Und dann ist der Fall, du musst 30.000 für 20 zahlen, du musst 30.000 für 21 zahlen und 40.000 Euro für 2022. Das sind 100.000 Euro auf einen Schlag. Und das Ganze ist nicht ein Problem, wenn du damit gerechnet hast, kalkuliert hast, vielleicht auch dein Steuerberater deine Zahlen laufend auf dem Schirm hatte und auch geguckt hat, das so und so viel Gewinn, so viel ist die Steuerlast, das musst du für 20 zurücklegen, das musst du für 21 zurücklegen und das erwartet dich für 22. Dann hast du das ganze Geld auf einem Extrakonto und rechnest damit und kannst dann einfach sagen, ja, weiß ich Bescheid, okay, jetzt zahle ich das. Alles fein. Eine Sache vielleicht noch, und dann setzt das Finanzamt natürlich auch noch für das nächste Jahr, 23 auch, dann vierteljährlich die Vorauszahlung fest. Jetzt mal an Grundlage wieder 40.000 Euro, das heißt quartalsweise März, Juni, September, Dezember musst du dann nochmal Einkommensteuer zum Beispiel 10.000 Euro quartalsweise zahlen. So, das ist dann für die Zukunft gedacht und das macht auch Sinn, dass man eigentlich von Anfang an sagt, so was erwarte ich an Gewinn, man guckt da mal rauf, passt die Vorauszahlung an und zahlt auch laufend, damit am Ende nicht die große Klatsche kommt. Wie gesagt, es ist okay, wenn du das geparkt hast, vielen fällt das aber dann auf die Füße, weil da liegen irgendwie 100.000 Euro Steuern auf dem Konto und du denkst, ach ja, ich brauche noch dieses Coaching, buche ich das nochmal schnell, zack, weg. So, und so sind am Ende dann vielleicht auch nur 20.000 Euro da und das Finanzamt sagt, ich hätte gern 100. So, dann kannst du natürlich gucken, okay, 30 für 20 sind festgesetzt, alles klar, kann ich überweisen vielleicht, okay. Dann kann ich natürlich auch gucken, ist 21 gerechtfertigt, also kommen da wirklich 30.000 Euro raus oder habe ich vielleicht, muss ich nur 10 zahlen, weil ich viel weniger Gewinn habe. So, dann könnte man natürlich auch sagen, diese Vorauszahlung passen wir nochmal an und zahlen die nicht.
Und auch das Gleiche natürlich für 22, was habe ich überhaupt für einen Gewinn? Sind die 40.000 gerechtfertigt oder nicht? Also es gibt immer Möglichkeiten, dass man da noch einen Antrag stellt. Das machen wir dann auch für unsere Mandanten natürlich, aber die meisten checken es einfach nicht, die haben das nicht auf dem Schirm. Die gucken nicht auf die Vorauszahlen, die gucken nicht auf ihre Steuerlast und die planen nicht in die Zukunft. Und das ist genau das, wo wir dann ins Boot kommen und sagen, guck mal, so sieht's aus, so ist deine Steuerlast, bitte pack das zurück, bitte pack das zurück. Am Ende hilft es natürlich nichts, wenn wir immer sagen, pack das zurück und du vergisst es oder hast es dann trotzdem nicht zurückgepackt. Aber immerhin, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann wirklich die 100.000 liegen hast, erhöht sich deutlich. Und wenn du nicht in diese Falle tappen willst, 100.000 Euro dem Finanzamt vielleicht mal zu schulden, dann klickt auf den Link unter dem Video, bewirb dich auf ein kostenloses Erstgespräch und wir gucken dann, ob du geeignet bist, bei uns Mandant zu sein.